Und die denken sich so quasi, Brudi, hättest du alle Nebenquests gemacht, dann würdest du auch nicht mehr gehen, so quasi. Dass vielleicht auch sowas in der Richtung kommen könnte. Schauen wir noch ganz kurz. Die Kombination gilt. Oder. Ah, okay, müssen wir wirklich komplett andere. Wahrscheinlich, sonst hätten wir eh schon sein Gesicht gehabt. Vielleicht. Aber noch gut. Bin gespannt. Wir müssen da mal entlang. Schauen wir jetzt noch ganz kurz nochmal die Karten an. Ob man da schon mal irgendwie was sieht. Okay, ja, das wird. Ja, es wird wahrscheinlich immer wieder so ein paar kleine Bereiche sein und dann kannst du wieder da umswitchen und dann wieder umswitchen. Passt. Wie geht man denn dann am besten? Den linken oder rechten? Ja, nehmen wir einfach mal den linken. Nehmen wir einfach mal den linken. Scheiß drauf. Machen wir gleich das Viech fertig, oder das Hurmsviech, oder Gummi, da. Zack. Das war aber perfekt. Bist du narrisch? Huch. Das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Huch. Na, gib ihm, Alter. Gib ihm. Wir wollen ja Level 6 werden. Perfekt. Oh, da hat man gleich mal einen schönen Sprung gesehen. Bist du narrisch? Perfekt. Finde ich jetzt aber trotzdem komisch, warum das vorher da so schön angezeigt worden ist und jetzt dann nicht mehr. Finde ich wirklich schade. Egal, haben wir halt nicht getroffen. Ich scheiß drauf. Können wir wenigstens gleich auf den nächsten losgehen? Sehr laut. Sehr gut sogar. Und Heilung brauchen wir eh nicht machen. Wir sind eh gut gelevelt. Aber wer weiß. Wer weiß. Wie weit wir dann wieder kommen und dann sind wir dann eh wieder gefickt. Das kann sein, wenn wir dann wieder einen kleinen Bereich dann gemacht haben, dann sehe ich es gleich wieder. Oh, hoppala, 10 Level höher, na moin. Ah, scheiß Hurnsviech, da kommen wir mal daher. Da kannst du dann einmal irgendwas machen. Hey, Hauptsache Stufenaufstieg. Irgendwer wird schon treffen. Ja, voll geil. Ja, dann greift man ihn ab. Rehmer. Der will ja davon nicht, dass ich den anderen angreife. Macht ja nichts. Ja, gib ihm, Bulli, gib ihm. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt gleich mal mehrere Sachen daherkommen. Ah, okay. Haben wir schon doch gehabt. Hey, Anvisierung geht nicht, oder was ist da los? Ich muss aber auch aufs Team achten, weil wenn wir heilen müssen, vergesse ich das. Weil du bist dann gerade so ein bisschen beschäftigt mit der Leiste, warst, aber dann wieder ein bisschen zu wenig mit dem Leben etc. Muss dann wieder aufs Team aufpassen. Ein bisschen ein kleines Multitasking muss schon drin sein. Nur. Mach einmal die. Ja, einfach drunter. Ich weiß zwar nicht, wie du das machst, aber ich greif einfach mal an. Alter. Nix. Alter, da kämpfen sie jetzt dumm und deppert, Leon. Da kämpfen sie jetzt wirklich dumm und deppert. Bis man da einfach so auf Anhieb. Jeder kann einen Schlag machen und jeder ist hier. So wollen wir es leveln. So wollen wir es leveln. Bis deppert, ich weiß nicht, wie lange wir da leveln müssen, Alter. Wahrscheinlich locker bis 15 oder sonst irgendwas. Ja, musste mal so weit hinkommen bis 15. So wie das nächste. Lebensmäßig schaut es eh gut aus. Ich glaube, eher bei so fetten Gegnern, da müssen wir dann aufpassen. Bei so richtig fetten Gegnern. Ich glaube, da würde ich dann ein bisschen schauen und aufpassen. Da nicht wirklich da irgendwie was passiert. Sonst. Scheiß drauf. Wirklich so. So wirklich so. Scheiß drauf. Müssen wir nicht achten. Ich glaube sowieso. Wenn wir dann ein bisschen das andere Schwert haben, könnte es ja, dass wir dann ein bisschen
heftig sein? Ja, so ein bisschen. So richtig schön heftig werden wir dann wahrscheinlich sein. Bisschen überpowered vielleicht am Anfang. Aber es kommt wieder drauf an, was du wieder für Gegner hast. Aber voll gemütlich. Voll gemütlich. Und bald wieder nächstes Level. Finde ich aber interessant. Sag mal hier, Ausrüstung. Oder ist es nur Kosmetik jetzt? Okay, die Brühen finde ich gar nicht mehr so schlecht. Muss nicht sein. Die Brühen geht. Die Brühen kann er ruhig oben lassen. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Fällt mir. Ja, kann man schon machen. Überleg nur ganz kurz, ob das. Okay. Gewicht plus 1. Mhm. Nachtsicht. Okay. Okay, aber da machen wir auch wieder gleich mal ein Gewicht mehr. Arsch. Interessant, geil. Geil. Wirklich super. Dass man auch von Gegnern, also wirklich von einfach so welchen Viechern hin und wieder so bessere Sachen daher kriegen. Das finde ich ja Hit. Haben wir schon gedacht gehabt, wir müssen mehr so handeln etc., damit du wirklich dann ein bisschen neiche Sachen dazu kriegst. Aber so gefällt mir das gleich viel besser. Das darf auch wirklich. Paar Gegner mehr machst und dann, oh, Hoshi, hast du mal was gekriegt? Yay, freist die Bombe! Verliebt! Na, oh, da dann ein Block, ne Wusch! Uiuiui! Nicht schlecht, hat er Block, der Wichser! Na sicher, musst du auch mal den richtigen Gegner auch noch finden, bis. Wirklich mal einen Gegner hast, der was auch mal sowas droppt. Voll gemütlich, muss man sagen, voll gemütlich. Also gerade derweil, wo es jetzt noch nicht allzu sehr kompliziert ist, das Kämpfen. Wo du jetzt sagst, das ist jetzt eine knappe Geschichte etc. Na, dabei ist es voll chillig. Dabei kannst du wirklich geil kämpfen. Ohne irgendwelche Probleme. Okay, jetzt wo dann vielleicht sogar doppelt welche sind, könnte das vielleicht zum Problem führen. Jetzt sind wir sogar zu dritt. Kann es dann immer so geil werden. Oh, hat da jemand aufgemuntert, wie sie es. Na, das war jetzt zu langsam. Arsch. Ja, ich würde mal liebend gern gleich mal beginnen mit Heilung. Weil wer weiß, wie lange das dauert oder wie viel wir da dazu haben können. Weil viel war das jetzt eh nicht. Was wir da dazu gehabt haben. Also, ist das schon mal in Ordnung. Ja, einmal, zweimal, dreimal, hundertmal. Passt. Und dann geht das auch noch. Sehr schön, sehr schön. Wir sind zwar schon im gelben Bereich, aber wir kriegen das hier. Wir machen das schon. Ja, geil, wenn es wenigstens jede Truhe, auch wenn es schon mal in der Nähe ist, schon automatisch weg damit mitnimmst quasi. Ich wollte schon fast sagen, warte mal lieber, weil ich sehe schon alles aufgehört. Hätte man fast doch gehabt, dass der dann eben auch gleich mitkämpft mit. Ah ja, jetzt kämpft er. Jetzt kämpft er mit. Sehr gut. Aber auch schon 7. Ah, perfekt.
Bei Zähne sollte man definitiv einmal schauen und dann wieder trainieren. Da werden wir sicher irgendeine Fähigkeit upgraden können. Oh, sehr gut. Aber wenigstens können wir wieder einen Plus gemacht. Ich hätte definitiv gesagt gehabt, also bevor wir da nicht Level 10 sind, interessiert mich jeder Gegner. So halbert, sagen wir es mal so, halbert. Kommt davon, ob du wieder motiviert bist oder nicht. Da willst du mal bei einer Session mal weniger trainieren, dann wieder mal ein bisschen mehr, weil du auch ein bisschen auch leichter reden kannst oder was auch immer. Weil du einfach manchmal besser fällt und dann wieder ein bisschen schwerer. Das Quageln. Es kommt immer drauf an, auch wie motiviert du bist beim Zocken. Oder beim Let's Play quasi. Perfekt. Bin sowieso gespannt, wenn wir dann zu jetzt sind, was da wieder auf uns lauert. Oder ob es da gleich mal eine kleine Erhöhung erwarte ich mir schon. Ich erwarte mir da schon eine kleine Erhöhung von, sag mal, dass da Minimum ein 5-stufiger schon dabei sein sollte. Meiner Meinung nach, wenn wir dann dort sind. Perfekt. Ah, scheiße auf die Truhen jetzt. Immer jedes Mal 100.000 Mal die Truhen. Arsch. Also das wirklich mit der Truhen finde ich ein bisschen nervig. Das gefällt mir nicht so. Jedes Mal die Truhen aufmachen. Nein, ist nicht meins. So ein schöner Haufen an Gegner. Kommst du da rauf? Da. Alter. Scheiße Ernst. Da kommt er nicht rauf. Fah. Genau in so welchen Sachen verstehe ich das nicht, wo man dann nicht höher hüpfen kann. Wieso kann man dann nicht einfach höher hüpfen? Auf urgeschmeidig. Kommst du bei dem Bereich rauf? Machst du alle fertig und tschüss. Jetzt habe ich mir schon fast doch gehabt, dass ich sich 7 nehme. Alter. 7. Das ist wieder eine harte Nummer. Fast. Ach, der hüpft da so auf chillig herum, haben wir doch gehabt, den machen wir mehr. Haben wir schon doch gehabt, der gehört wirklich schon dazu zum Kämpfen. Nein, wir auch nicht. Aber ist wirklich auch eine gute Frage. Ich hab so das Gefühl gehabt, wie wir sie gespielt haben, dass sie schon erwartet haben, dass wir Level 5 sind. Habe ich so das Gefühl, die Entwickler, dass sie das wirklich erwartet haben, dass wir wirklich schon Level 5 sind. Was mich aber auch interessieren würde, wann wieder neue Monster dazukommen. Muss ich mich da jetzt irgendwo hin teleportieren oder muss ich da jetzt irgendeine gewisse Aktivität machen? Oder muss ich da ein bisschen weiter weg sein, etc., damit ich da jetzt gleichen Gegner wieder aufs Neiche dazukommen? No, nice! Und sie hätte nicht zufällig schon vorher mitkommen können. I'd feel better going with you boys than sitting at home worrying about you. So, let's get moving. I knew she didn't trust me. Looks like it. Ja, die Brille passt voll zu ihr. Gefällt mir. Finde ich urleihen, dass sie es gemacht haben. Und ich habe so das Gefühl, die werden das definitiv nicht umsonst gemacht haben, dass wir da jetzt zu dritt sind. Wenn es fix nicht umsonst gemacht haben. Da wird jetzt sicher, sicher so 5. 5 muss jetzt safe drin sein. Weil sonst ist ja viel zu schwach, weißt.
Oh nein, jedes Mal das Zeichen von den Dreckstitan. Wow. Geil. Auf jeden Fall geil. Ist das auch wirklich der Punkt, wo wir beim Titanen sahen? Das wär's, oder? Das wär's. Boah, das wär's. Das wär's. Oh, Klamitgestuf. Bist narrisch geil. Bombe. Wirklich Bombe, Alter, dass die auch gleich Stufe 7 ist. Vielleicht haben es die Entwickler sich eh auch erwartet. Ich glaube, zwar eher weniger, dass die sich das extra... Ich glaube schon. Oh ja doch. Oh ja, die erwarten sich das, glaube ich, irgendwie. Warum soll sie dann schon Stufe 7 sein? Oder sie kann schnell leveln mit uns. Ja, da sieht man schon mal langsam, wie kompliziert das dann schon langsam werden kann. Schön brav auf die Heilungsleiste schauen, ob wir da irgendwem heilen müssen oder nicht. Ah, oh, die Tussi. Schaut schon mal so noch aus. Aber da war es noch nicht im gelben Bereich. Das ist mir wurscht. Ah, Stufenaufstieg. Perfekt. Vielleicht kann es auch einfach sein, dass nicht die Gruppe so ein bisschen im Ungleichgewicht ist, dass einfach der Charakter halt mitlevelt. So ein bisschen. Sagen wir mal zu 80%. Alles, was dazwischen alles gekriegt hast, dass das dann dazukommt. Zu derer. Tja, ist jetzt eine gute Frage. Ich mache jetzt einfach mal eine Runde. Okay, okay, das wird jetzt lustig. Das kann jetzt lustig werden. Schäfer darauf achten, ob ich keiner mehr wird. Nein, 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 nein. Ganz gechillt, ganz gechillt. Oh, hoppala. War ein bisschen zu schnell. Schon mal der Stufenaufstieg. Schmeckt, schmeckt. Oh, das Siebene. Uri, zerfickt ohne Probleme. Nice. Alter, gerade bei dem von Level 7 habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass ich da ein bisschen mehr Meier mache. Na wem jetzt? Ja, ist ja wurscht. Ja, machen wir den. Und dann können wir gleich mal die ganzen anderen Sachen gleich mal anschauen, was wir da wieder dazu gekriegt haben. Okay, ich heile schon nochmal für alle Fälle. Schon mal besser so. Ein bisschen mal. Tieffenster für einzigartige Gegner. Okay. Ist das euer Scheiß Ernst? Denn ja, jetzt wird mir das auch gezeigt, Alter. Und dann gehen wir her. Wahnsinn. Das wird da eine Hapsche nicht überleben. Das weiß ich jetzt schon. Wart. Da werde ich gleich mal wieder beleben, hätte ich gesagt. Ja, den Hapschi, na sicher den Hapschi. So, jetzt haben wir da 100.000 Fähigkeiten mal wieder, Gott sei Dank. Müssen wir gleich mal ausnutzen. Oh, nee, das wird nichts. Na, das wird nichts. Das war's eh jetzt schon. Lass uns lieber. Das weiß ich, das wird nichts. Da sind wir noch ein bisschen zu schwach. Fuck! Das ärgert mich, das ärgert mich. Wirklich schade, das ärgert mich. Ich hätte den so gemein gemacht. Aber dadurch, dass wir da noch nicht stark genug sind,